Ein spannendes Projekt der energetischen Sanierung der Montessori-Schule hier in Köpenick. Wie findet es denn der Schulleiter so als Betroffener, wenn man jetzt so im laufenden Schulbetrieb saniert, viele Handwerker da sind, aber auch Kinder da sind? Wie kann man denn das, wie fühlt man sich dabei bei diesem Projekt? Also da kann ich sagen, ich fühle mich grundsätzlich gut dabei. Ursprünglich komme ich ja vom Bau. Ich habe also ungefähr immer eine Ahnung gehabt, was das dann bedeutet, wenn die Aktionen hier direkt stattfinden. Was mich jetzt als Schulleiter daran erfreut, dass mit dieser ganzen Aktion, mit der Planung und Durchführung tatsächlich auch bei Kindern und bei Eltern und bei uns Pädagogen auch ein Umdenken stattfindet. Also energetische Sanierung ist nicht das, was man mal im Fernsehen sieht oder wo Abgeordnete weit ab von der Realität und von uns darüber diskutieren, sondern es wurde ja schon gesagt, wir sind betroffen, also betroffen im mehrfachen Sinne und auf mehreren Ebenen. Wir suchen Ausweichquartiere, wir überlegen, was machen wir mit den Klassenräumen und betroffen auch durch all die Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Beispielsweise, das ist eine interessante Frage, Eltern kommen zu mir und fragen, na Uwe, ist das denn richtig konzipiert? Guck mal, jetzt war der Winter so lang, ist das dann nicht alles ein bisschen kalt? Also geht es dann trotzdem mit der Erdwärme, wenn doch die Winter jetzt so tief sind und immer so lang sind? Also daran merken wir, dass wir auch mit solchen, ja, es sind erstmal naive Fragestellungen, uns grundsätzlich einem ganz neuen Thema nähern. Ich bin auch froh darüber, dass Herr Zink hier im Haus den Begriff geprägt hat, wir müssen weg von dem Inhalt Passivhaus. Sondern ich erlebe hier gerade, wie Herr Zink das mal vor einem halben Jahr schon gesagt hat, dass hier ein Haus mit Menschen ist, die aktiv darüber nachdenken, wie wir nachhaltig Energie nutzen können. Und deswegen unterstütze ich das sehr, wenn er den Begriff Aktivhaus prägen möchte und prägt. Also das kann ich dreimal unterstreichen, dass hier Kinder, Erwachsene, also Pädagogen und Eltern da sind, die jetzt ganz neu über nachhaltige Entwicklungen in unserer Welt nachdenken. Ja, das, soweit kann ich das sagen.